Baumwolle, die Herausforderung des weißen Goldes. Der konventionelle Anbau ist weltweit unter Druck. Ein indisches Unternehmen setzt auf Biobaumwolle. Wie die Verarbeitung in Indien international mithält. Warum eine gute Partnerschaft Kosten spart. Und in Swissmade die Blütezeit der Spinnerei. Baumwolle, die bedeutendste Textilfaser der Welt. Ein Naturprodukt und körperverträglich. Aber im Anbau und in der Verarbeitung steht sie unter Druck. Sie belastet die Gesundheit und die Umwelt. Und weil ihr Handelspreis gering ist, gelingt es den Baumwollarbeitern in der dritten Welt kaum, aus der Armut auszusteigen. 26 Millionen Tonnen Baumwolle werden weltweit jährlich produziert. Indien ist mit 4 Millionen Tonnen drittgrößtes Anbauland, nach China und Amerika. In Indien leben 4 Millionen Bauern davon. Und weitere 60 Millionen Menschen, etwa Wanderarbeiter wie in dieser Entkernungsanlage oder Angestellte in der Textilindustrie. Indien ist im Aufbruch. In Madhya Pradesh existieren nebeneinander drei unterschiedliche Anbaumodelle und eine moderne Produktionskette bis zum konfektionierten Kleidungsstück. Baumwolle braucht sehr viel Wasser. Das ist im nahen Narmada Strom reichlich vorhanden. Pumpen bringen es auf die Felder. Kadwa Yadav baut seine Baumwolle konventionell an. Wenn der Regen ausbleibt, wässert er die Sträucher mit einem raffinierten System. Bis 20 Kubikmeter Wasser benötigt hier ein Kilo Rohbaumwolle. Das laugt die Böden aus und führt die chemischen Düngemittel mit ins Grundwasser. Kadwa Yadav hat 7 Kinder. Er muss zu einer guten Ernte kommen. Das zwingt ihn, 8 bis 10 Mal Dünger und Pestizide auszutragen. In anderen Ländern wird bis zu 30 Mal gespritzt und gedüngt. Heute ist es nicht so einfach. Ich habe eine Familie. Wenn man weniger Mittel einsetzt, ist der Erlös für die Baumwolle auch kleiner. Und womit soll ich dann meine Familie ernähren? Über die Hälfte der indischen Bauern sind Analphabeten. Falsche Mengen, unsorgfältiges Ausbringen und die Inhaltsstoffe der Pestizide verursachen Unfälle und gesundheitliche Schäden. Augen- und Atembeschwerden, Krebs, Unfruchtbarkeit. Die WHO schätzt, dass in den Baumwollanbaugebieten weltweit jährlich 3 Millionen Menschen durch den Einsatz der Pestizide erkranken und 20.000 sterben.